Ich bin Arthur Owaska und wir sind hier, weil ich sehe diesen Ort als der Ursprung von das Konzept von O.M. Ungers und das Idee von die Stadt in der Stadt und der grüne Archipel. Für mich und ich glaube auch für Ungers ist Schloss Glienicke ein Lehrbuch für Architektur und wie man hier sehen kann, eine Sammlung von Architekturfragmente und wie man die Fragmente irgendwie kreativ zusammenstellen kann. Hier haben wir ein fantastisches Beispiel von nichts und einen leeren Rahmen, wo man wirklich vorstellen kann, unter diese andere ganze Fragmente, was könnte hier sein? Was könnte so eine Sammlung sein von einer Säule, Kopffragmente, Rahmen? Aber hier ist vielleicht ein nächster kreativer Sprung.